Willkommen zu einer neuen Folge TeddyTube. Ich habe euch letzte Woche schon erzählt, dass ich Teddy für eine Woche lang in die Tierpension abgegeben habe. Und jetzt erzähle ich euch, wie es war. Wir waren eine Woche lang im Urlaub und deshalb haben wir Teddy in die Tierpension abgegeben. Es war anfangs so ein bisschen schwierig, weil wir überlegt haben, geben wir sie Freunden von uns, konnte aber dann keiner. Und von Tierpension hat man auch nicht immer so viel Gutes gehört. Die wurde uns aber empfohlen von Freundinnen von uns. Und dann haben wir uns die angeguckt. Wir sind einen Tag vorher hingefahren, haben uns die angeschaut und das war so schön. Das war mitten im Wald, ungefähr eine Stunde von Berlin entfernt. Es war schon echt weit. Aber das war echt toll für Teddy. Also er hatte da so sein Zimmer mit 3, 4 anderen Hunden. Dann hatten die so ein Auslaufgehege, wo er frei rumlaufen konnte. Er hatte also in seinem Zimmer so eine Art Luke, da konnte er immer raus, wenn er sein Geschäft machen musste. Und dann konnte er wieder rein, konnte ein bisschen spielen mit den anderen Hunden. Und zweimal am Tag sind sie dann richtig raus in den Wald gegangen, lange Spaziergänge. Und es hat ihm super gefallen. Ich habe dann, wie ich halt bin, als besorgte Mutti aus dem Urlaub, da 3-mal angerufen. Ich wollte eigentlich mit Teddy sprechen, aber der konnte leider nicht in dem Moment. Aber die Betreuerin dort war total lieb und hat erzählt, dass er total Party macht und er ist der Klassenclown und hat total Spaß, animiert jeden zum Spielen. Und das Allerwitzigste, sie hat erzählt, dass die abends noch so eine große Runde machen, alle Hunde nochmal zusammen zum letzten Kuscheln. Und Teddy war derjenige, der einfach nicht mehr aufgestanden ist. Der war so fertig, weil er den ganzen Tag so viel gespielt hat, dass der einfach nur noch um 22 Uhr tot war. Der hat gepennt und du konntest machen, was du willst. Er ist nicht aufgewacht. Die Hunde haben gebellt, alles. Der hat seelenruhig geschlafen. Und das dann die ganze Woche. Also ich glaube, im Großen und Ganzen hat es ihm echt gut gefallen. Er sah auch top aus. Also ich habe auch ein gutes Gefühl gehabt. Und falls wir irgendwann wieder länger wegfahren sollten, werde ich ihn auf jeden Fall wieder dahin geben. Das Allerwitzigste war, als ich ihn abgeholt habe, wollte ich mich ja schon freuen, wie so eine Irre. Und die Dame dort in der Tierpension hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Ihr setzt euch einfach hin, ganz ruhig, und dann gucken wir mal, was passiert. So, dann haben wir uns da hingesetzt auf eine Bank und dann hat sie ihn gerufen. Und dann kam Teddy und ist eiskalt einfach an uns vorbeigelaufen. Er hat uns nicht gesehen. Und ich dachte mir so, oh Gott, er kennt mich nicht mehr. Aber dann ist er nämlich einmal komplett eine Runde gelaufen, kam zurück, hat uns dann gerochen und der ist ausgerastet. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Der hat sich, ich meine, der freut sich ja immer, wenn er uns sieht. Aber so sehr, der hat sogar gefiepst, der hat geschrien. Wirklich, das war ganz krass. So, dass die Betreuerin gesagt hat, die hat ihn genommen und hat gesagt, ihr müsst wirklich aufpassen, weil der freut sich so stark, dass der irgendwann vielleicht einen Herzinfarkt bekommt. Das heißt, man muss echt aufpassen und immer ruhig sein. Es klingt zwar vielleicht doof, ne? Aber er könnte dann auch, weil er sich so sehr freut, sterben, weil er dadurch einen Herzinfarkt bekommt. Und deshalb haben wir uns jetzt auch angewöhnt, dass wir immer, auch wenn, wenn er zu Hause alleine ist und wir dann kommen, ganz ruhig ihn begrüßen. Also erstmal gar nicht begrüßen, erstmal darfst du ihn nicht beachten. Und dann nach 2, 3 Minuten, wenn du deine Jacke ausgezogen hast, Hände gewaschen hast, dann kannst du ihn ganz ruhig begrüßen, weil sonst ist das immer ein bisschen zu viel. So, das war's. Nächste Woche gibt's wieder ein Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Teddy ist jetzt nicht da, weil er schläft, ne? Unterm Tisch. Nächstes Mal wieder mit Teddy. Also, macht's gut. Und wenn ihr jetzt noch ein Teddy-Tube-Video sehen wollt, dann klickt ihr einmal hier hin. Oder ein ganz, ganz süßes Video gibt's auch hier. Und Joyce könnt ihr natürlich jederzeit abonnieren. Einfach da oben. Bis zum nächsten Mal.